So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Tut mir leid, wenn ich mich gerade ein bisschen blöd anhöre. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Begib dich nach Flusslied. Das werde ich natürlich tun. Jetzt werde ich erstmal gucken. Es war schon ein bisschen her mit den Aufgaben, aber ich glaube... Das ist eigentlich eine gute Idee. So. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen umgeändert. Ich benutze jetzt nochmal die Capture Card und zwar auch mal das Capture Programm von Elgato. Und zwar habe ich einfach eine Bildschirmaufnahme gestartet. Dementsprechend wollen wir mal gucken, wie das dann so funktioniert. Ich würde sagen, den Chat machen wir mal hier aus, weil wir sind ja nicht im Stream. Und ansonsten sollte das eigentlich alles soweit okay sein. Also dementsprechend gibt es hier eine Bildschirmaufnahme. Eine Bäre im Inventar. Okay. Muss ich mal gucken, wie das so läuft. Ich habe trotzdem immer noch ein bisschen... Ich komme mit den Kopfhörern nicht klar, mit diesen Funkdingern. Die sind irgendwie... Die sind nur so halbwegs okay. Vorrat, okay. Aber das waren nicht die Bären. Oh, mir juckt so in den... Ja, der Fuchs hat aber Glück gehabt. Jo. Das letzte Mal hatte ich Darkseid das 3 gezockt, aber das war eher... Sah doch gut aus. Will zwar jetzt nichts sagen, aber. Komm schon, komm schon. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie läuft es ganz gut gerade. Oder ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich echt aufs Maul bekommen habe gerade. Das war gemein. Ich habe so das Gefühl, ich komme gerade mit dem Speer besser klar als... mit Pfeil und Bogen. Na, dann komm mal her, du Lümmel. Und jetzt gerade nochmal. Mit Pfeil und Bogen hat es mir eigentlich besser gefallen, aber irgendwie läuft es doch ganz gut.
So, erstmal, ich habe noch 11 Stück im Beutel. Den Beutel erstmal voll machen. Ja, Stein brauche ich jetzt nicht zwingend. Das lief gut. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Vitalis-Stängel, aber... Ich will doch ganz normal nur die Bären sammeln. Ich habe keine Ahnung, was das wieder macht, aber... Gut, ich hätte es mir vielleicht auch nehmen können. Aber dann ist das halt so. Das wird nützlich sein. Ich habe nicht genug Metallbiss. Das ist alles voll, ne? 3 von 3. Ja, das passt schon. Das kriegen wir hin. Ja, das ist doch super. Da wurde ich doch gleich mal schon mal mit dem richtigen Kampf begrüßt. Ich sollte eigentlich nur Kräuter sorgen, aber da ist mir ein Wildschwein über den Weg gelaufen. Da bin ich schwach geworden. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Asterix-Fans werden diesen Spruch erkannt haben. Rauchfass. Ach, das ist ein Jagdhütergebiet. Okay. Die Jagdprüfung werde ich jetzt eher weniger machen. Das war doch gar nicht die Aufgabe, die ich haben wollte. Unglaublich. Inventar. Ich weiß gar nicht, wie viel ich im Inventar haben kann. Ich glaube 20. Heilende Beere. Voll, okay. Holz müsste ich eigentlich auch genug haben. Das ist so eine gute Entscheidung, dass man dieses Aufheben halt fertig machen kann. Also, dass man das ausschalten kann. Ich will mir echt mal überlegen, mir die PS5-Version für Ghost of Tsushima zu holen. Weil man da grafisch doch noch ein bisschen rauskriegt. Er weiß, dass du hier bist. Und das auch nicht mehr lange. So. Super. Nimm ich mal mit. Ich habe gar nichts. Doch, Metallscherben habe ich. Damit wahrscheinlich mal Zeit, dass ich vielleicht mal anfange und, habe ich da jetzt durchgeschossen? Will zwar jetzt nicht sagen, aber... Krass. Das war's. Zieht weiter. Es ist zwar schön, dass sie der Aloy... ...beigebracht haben, ein bisschen zu sprechen. Und das finde ich ja auch auf der einen Seite ein bisschen charmant.
Aber wenn man es ganz genau betrachtet, ist sie ja eigentlich allein. Ich meine, gut, wenn sie allein wäre, könnten wir natürlich uns nicht drüber lustig machen, dass sie hier Selbstgespräche führt, aber... Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Gesprächsstoff, ne? Wenn man alleine ist, merkt keiner, dass man selbst mit einem spricht und man kann sich nicht drüber lustig machen, dass er Selbstgespräche führt. Und wenn man jemanden dabei beobachtet, wie er Selbstgespräche führt, so als Beispiel, dann müssten wir uns doch eigentlich auch gar nicht über ihn... Fenstergräber sollte ich jetzt überbrücken können. Dann sollten wir uns, also sollten wir uns auch gar nicht über ihn lustig machen können. Weil er dann theoretisch nicht mit uns, mit sich selbst spricht. So, als Beispiel. Alter, was war denn das denn für ein... Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel abschießt. Alter, du Lappen. Dieser Lümmel. War knapp, aber warum das jetzt danach kam, verstehe ich jetzt auch nicht. 18. Passen rein, okay. 18. 13. Wild. Ohne. Ja, komm. Ist egal, ich habe da jetzt auch keine Lust, hier ewig einen 3-Tag im Wald zu verbringen, um Bären zu sammeln. Ja, es ist schon Abend. Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie Dingsbums aufzumachen. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie Sachen einzufärben. Das ist auch wieder... So eine Spielerei, die man in meinen Augen nicht wirklich braucht. Was ist das? Okay, das sieht cool aus. Fuchs, ah, Wildschwein. Spitzenhimmelsgleiter. Okay. Wir können also den Boden scannen. Ist die Frage, ob das so gut ist. Maschine, die Jäger tötet. Tödlicher als normale Maschinen. Er hat gesessen. Na, ich habe keine Munition mehr. Der hat gesessen. Das ist meine Chance. Jetzt schnell hin.
So, was ist der nächste? Na komm her, du Lümmel. Ich will dich auch noch vom Baum. Kannst du übertreiben. Das ist also seine Schwachstelle. Interessant. Hat Spaß gemacht. Doch, auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwann mal meine Munitionsbeutel mich darum mal kümmere. Ich habe das Gefühl, dass das gerade ein bisschen kürzer kommt und ich habe auch das Gefühl, dass ich da hoch muss. Sieben. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Das ist schön. Waschbär, super. So, die Frage ist nur, wie komme ich da am besten hoch? Hier, das sieht so ein bisschen nach dem Weg aus, aber ich nehme an, der Schein kann trügen. Ja, doch. Ich bin ja kein Freund von Klettern hier in diesem Spiel. Hoch. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Okay, das sollte ich vielleicht anders da machen. Nein, wollte ich doch gar nicht. Dann muss ich dann doch hier durch. Na gut. So, die Bären sind voll. Okay. Alter, du Lappen. Ja, klar. Lassen!
Wehrt euch! Lasst ihn nicht durch! Tja. Die bunten Krieger sind also so ein bisschen auf unserer Seite. Wehrt euch! Lasst ihn nicht durch! Ja, das kannst du vergessen. Den kriege ich da. Was ist das? Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Immer. Ich will, dass alle den Pass verteidigen. Da ist auch recht cool. Deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling. Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Karcha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Hier können wir frei reden. Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vos, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten säen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vos ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Ich weiß, was dieser Ort deinem Volk bedeutet. Aber die sind näher und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann werdet ihr sicher. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Mein Beileid zu deiner Tochter. Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Warum ist sie schlecht? Das Tuch zum Trommelwurz so gefährlich. Diese Höhle versunken gefällt mir. Und Abgründe können nur die Besten durchqueren.
Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Was genau ist deine Aufgabe hier? Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Ja, ist ja gut. Dann folge ich ihm, Kuma. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft. Da bin ich mal gespannt. Wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Wer ist es? Hast du vielleicht noch Fragen? Nö. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Hommelwurzel, das sieht nach einer Dingsbums aus. In einer Brutspette. Weg nach oben suchen. Ja, wir sind doch dabei. Da bin ich mal gespannt. Wieder hoch. Ist eine coole Höhle. Es erinnert mich so ein bisschen an die... Ich glaube, hier komme ich wirklich nicht durch. Kein einfacher Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt, dann könnten unter Wasser auch welche sein. Och nee. Vielleicht für eine Höhle Höhlen da hoch. So, erst nochmal tief Luft holen. Bin ich mal gespannt. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Sie bedeutet den Otaro wohl viel. Gräber. Die haben wohl auch Vaus getötet.
Warum kann ich ihn nicht one-hitten? Fuck. Na komm her. Warte mal. Hätte ich mich mit denen verstecken können? Ja, hätte ich. Verstehe. Okay. So, ansonsten ist hier nichts. Das ist okay. Doch, komm schon. Kann man das irgendwie einstellen, dass man ein bisschen mehr sieht? So, Kameraentfernung oder so. Nee, ne? Schade. Schade. Gut, vielleicht kann ich das mit einem. Ja, kacke. Ich dachte, ich könnte das ohne Klettern zum Klettern machen. Den einen Sprung. Das war ein tolles Vorrat. Das war ein super Vorrat. 5-mal Reinholz und 2 Maschinendinger. Den Grünlanz hebe ich mir für was Besonderes auf. Und warum kann ich das nicht kaputt machen? Ich meine, komm schon. So, dann bin ich doch schon mal hier oben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Höhle aus dem DLC von Zero Dawn. Da musste man ja auch so eine Höhle erklimmen. Die Frage ist jetzt nur, wo gehe ich hier lang? Irgendwie muss ich da zur Mitte. Für den Fall, dass ich runterfalle, wetten. Frage, wo ich lang muss. Von da kam ich, glaube ich. Nee. Mir gedacht. Ja, so ganz fit bin ich immer noch nicht. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Am besten.
Da hoch muss ich. Okay, hier lang. Darüber. Die nächste Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Okay. Hat sich geklärt. Oh nein. Na, super. Da hätte ich vorher nochmal einen Cut gemacht. Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich zurück und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Soweit war es schon, Aloy, aber danke. Fast geschafft. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Ja, wo sind die Breitschlunde, ne? Guck erstmal in Trommelwurz. Ob da irgendwas ist. Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie aufwerfen, sind für die Cube. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufgeben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Ich kann die Breitschlunde nicht verbinden. Ich brauche Teile, um die Daten zu reparieren. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Aua. Oh, der hat gesessen. Das war zwar so jetzt nicht geplant. Aber hey. So.
Aber hier habe ich doch noch welche gefunden. Sag bloß, die lösen sich noch eine Weile auf. Jetzt hört schon auf zu suchen. Die sieht gut aus. Okay, Viecher verlieren die Dinge, aber die bleiben nicht ewig. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part dann weiter. Ja, muss ich ja gar nicht machen. Der Capture Card. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Part von Horizon Forbidden West. Tschüss.